werden nach der Montagsdemo, nach dem Schwabenstreich am Rathaus eine Veranstaltung von der Friedensinitiative Kultur des Friedens, was letzte Woche auch ganz wichtig war, und der Umgang des Stuttgarter Gemeinderats mit den 20.000 Stuttgarter Bürgern, die unser drittes und viertes Bürgerbegehren unterstützen. Und der Kuhn, bevor der Rechtsanwalt Eisenhard von Löper zu diesen enorme Wellen schlagenden Themen spricht, gibt es einen ganz kurzen Ausflug an den Bodensee. Damit Sie bereits während der Kundgebung die Möglichkeit haben, die Petition einer Konstanzer Baumschützer-Initiative zu unterschreiben. In Konstanz und den angrenzenden Schweizer Gemeinden ist etwas im Gange, das in vielem dem ähnelt, was bei uns den vielfältigen Widerstand gegen unnütze, fadenscheinige Naturzerstörung entstehen ließ. Brutal vollzogene Abholzung des mittleren Schlossgartens, die uns die Augen geöffnet hat, mit was für einer pervertierten Ideologie wir es zu tun haben. Dies führte auch dazu, dass wir auf den verschiedensten Ebenen so beharrlich immer wieder Licht ins unterirdische Dunkel bringen und jeden Montag hier eine Kundgebung stattfindet. In Konstanz handelt es sich um eine Pappelallee mit 116 Baumriesen, zum Teil mit 2 Meter dicken Stammumfängen, die am Seerhein entlang ins benachbarte Schweizer Tägerwilen führt. Es ist eine Allee, die nur von Fußgängern und teilweise Radfahrern benutzt werden darf. Im Februar diesen Jahres wurden in einer Nacht- und Nebelaktion 51 Baumriesen gefällt. Im Umweltausschuss in Konstanz, im Umweltausschuss des Gemeinderats, war dieses Vorgehen gut versteckt in einer riesigen Tagesordnung unter Verschiedenes. Die Begründung für die Fällung: herabfallende Äste könnten Spaziergänger gefährden und die Bäume seien krank. Dies wurde durch ein von den dortigen Widerständlern finanziertes Baumgutachten unzweifelhaft als Lüge entlarvt. Und nun kommt die dreisteste Begründung: für den Gemeinderat sei die Pflege der Allee zu teuer. Es regt sich immer heftigerer Widerstand, denn geplant war, die gesamte Allee zu fällen. Es gibt Symposien, Kulturveranstaltungen, Präsenz der Bürger an der Pappelallee und dümmliche Schlichtungsversuche, die vom verantwortlichen Konstanzer OB moderiert werden. Der Konstanzer Oberbürgermeister, ich benutze nun mal eine klare Sprache, dem geht der Arsch gerade ziemlich auf Grundeis. Die Fällungen sind ausgesetzt und am 23. Juli soll der Konstanzer Gemeinderat über das weitere Schicksal der Allee entscheiden. Wie sich die Bilder gleichen, wahrscheinlich können nicht alle hier dieses Plakat sehen von der Konstanzer Initiative. Es ähnelt doch sehr dem, wovor wir im Schlossgarten gewarnt haben und als eine Zukunftsvision, eine schreckliche Zukunftsvision gewarnt haben. Aber in Konstanz besteht die Chance oder eine Riesenchance, dass das nicht fortgeführt wird. Daher die heute an den Infoständen ausliegende Petition der Konstanzer Baumschützer, die sich so viel Öffentlichkeit wie möglich auch von außerhalb wünschen und unseren Widerstand in Stuttgart begleiten. Online
Also gehen Sie zu den Infoständen, unterzeichnen Sie. Bisher gibt es 5000 Unterschriften, für eine kleine Stadt wie Konstanz eine ganze Menge. Online können Sie unter Kein Kahlschlag am Seerhein unterschreiben. Bürgerbewegung, unser Widerstand gegen Stuttgart 21 durch Entschwärzungen und durch Geständnisse des Kanzleramts, die wir herbeiführen konnten, einen großen Schritt vorangekommen ist. Wir sind ja mit Erfolgen nicht so sehr verwöhnt, aber was wir letzte Woche im SWR und in den Medien lesen, hören und nachvollziehen konnten, das war schon was. Das war ein Sprung nach vorn. Seit Jahresbeginn war unser Prozess beim Verwaltungsgericht Berlin im Gange. Es ging um Folgendes: die massive illegale Einflussnahme auf den Weiterbau von Stuttgart 21 sichtbar zu machen. Denn nicht im Interesse des Unternehmens Deutsche Bahn, sondern aus zwielichtigen partei- und machtpolitischen Gründen hatte die Politprominenz und Profalla als Kanzleramtschef eingewirkt, dass der Bahnaufsichtsrat am 5. März 2013 trotz über 2 Milliarden Mehrkosten sich für den Weiterbau von Stuttgart 21 entschieden hat. Meine Klagbegründung vom Februar diesen Jahres untermauert den genannten Vorwurf mit einer Fülle von Fakten und gipfelte in Beweisanträgen, die Bundeskanzlerin, Profalla und andere gerichtlich zu vernehmen, weil sie durch enormen politischen Druck die Weiterbauentscheidung von Stuttgart 21 herbeigeführt haben. So bekamen wir die Drahtzieher ans Schlawittchen. Das Bundeskanzleramt bat erst um eine längere Frist auf unseren faktenreich untermauerten Vortrag und beauftragte anschließend eine sehr renommierte Anwaltskanzlei, weil das Kanzleramt nicht mehr weiter wusste. Durch diese Kanzlei ließ das Kanzleramt jetzt hilfreiche Geständnisse erklären. Ich zitiere nur folgende: Der Sachvortrag des Klägers ist im Wesentlichen zutreffend. Sehr schön. Unsere genau aufgeführten Tatsachen, sind damit eingestanden. Das ist ein Geständnis. Genau das sollte offensichtlich der Kanzlerin die peinliche Vernehmung zur Art ihrer Einflussnahme ersparen. Anerkannt ist nun also, dass seit Mitte Februar 2013 definitiv mit zweifelhaften Motiven politisch entschieden worden war und massiv darauf eingewirkt wurde, Stuttgart 21 muss unbedingt weitergebaut werden. Daher erweist es sich als eine pure papierende Farce, zu behaupten, die Staatssekretäre seien gesetzmäßig unabhängig gewesen und hätten so entscheiden können. Das konnten sie nicht, sonst wären sie vor die Tür gesetzt worden. Allein dieser Sachverhalt, liebe Freundinnen und Freunde, müsste, wenn es mit Gesetz und Recht zuginge, schon dazu führen, dass der Baustopp von Stuttgart 21 und das Ende von Stuttgart 21 herbeigeführt werden. Weil das Kanzleramt wie eine Kuh auf dünnem Eis stand, hat es im Prozess seine bisherige Geheimhaltung amtlicher Vermerke in für uns wichtigen Fragen
teilweise weiter entschwärzt. So wollte Verkehrsstaatssekretär Odenwald laut einem Vermerk an den Amtschef Pofalla erkunden, ob eine Infragestellung des Projekts akzeptabel sei. Der Knackpunkt ist, er hätte als Aufsichtsrat über den Ausstieg oder Weiterbau von Stuttgart 21 allein nach dem Nutzen, den es für die Deutsche Bahn haben sollte, entscheiden müssen. Das schreibt das Aktienrecht vor. Er bemühte sich zwar darum, dafür gibt es entsprechende Unterlagen, aber der Vermerk, der jetzt entschwärzt wurde, zeigte unzweideutig, dass er sich danach erkundigt hat, ob eine Infragestellung des Projekts durch die Staatssekretäre seitens der Bundesregierung akzeptabel sei. Er stand also unter enormem Entscheidungsdruck und war in einer Situation, wo er dann pflichtwidrig dem Weiterbau zugestimmt hat. Es gibt einen anderen Vermerk an die Kanzlerin eine Woche vor deren Entscheidung von Mitte Februar 2013 für den Weiterbau trotz über 2 Milliarden Mehrkosten. Dieser Vermerk zeigt, wie sehr man über das durchgesickerte Drängen der Staatssekretäre auf den Ausstieg aus Stuttgart 21, der wirtschaftlich sinnvoll und von der Sache her geboten war, wie sehr man da im Kanzleramt hoch besorgt war. Merkel, Pofalla und Co. entschieden nun einige Tage später, es müsse vorbehaltlos Schluss sein mit der Ausstiegsdebatte. Das ist der Fakt. Spannend ist, und das wird dokumentiert von der Wirtschaftswoche vom 18. März 2013, kurz unmittelbar bevor es zur Aufsichtsratsentscheidung vom 5. März 2013 kam, und auch hier wird das vom Kanzleramt gar nicht bestritten, hat sich der Finanzstaatssekretär Beuys, also der unter Schäuble stand, dem Dilemma entzogen, indem er sich kurzerhand krank gemeldet hat. Und bei der verbleibende Wirtschaftsstaatssekretär Heizer hat sich, man könnte sagen, verheizen lassen. Er hat sich nämlich, es gab eine vorbereitende Aufsichtsratssitzung unter dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Felcht. Da wusste man, die Situation ist unklar. Sie wackelte, weil es hieß, Staatssekretäre würden nicht mitmachen, wollten gerne aussteigen. Daraufhin kam Unruhe auf. Der ehemalige FDP-Generalsekretär und Aufsichtsrat Döring hat dann mit dem Wirtschaftsminister Rösler, mit dem damaligen, telefoniert. Und Rösler hat seinen Staatssekretär förmlich auf Vordermann gebracht. Daraufhin ist Döring zurück in die Aufsichtsrat, in die vorbereitende Sitzung gekommen und hat die frohe Botschaft übermittelt, Rösler habe die Sache geregelt. Damit wissen wir, unter welchem enormen Druck die Staatssekretäre, veranlasst von der höchsten politischen Ebene, auf Linie gebracht wurden. Ich komme auf was anderes zu sprechen, das betrifft die Gemeinderatssituation hier in Stuttgart. Die hängt aber mit dem, was jetzt über das Kanzleramt gelaufen ist, auch etwas zusammen. Das zeigt Folgendes. Genau vor dem Zeitpunkt, wo sich im Gemeinderat CDU, SPD und leider auch der grüne OB dafür verkämpften, das Bürgerbegehren Storno 21 mit dem Argument für rechtswidrig zu erklären, dass die Finanzierungsverträge gar nicht kündbar seien. In dem Moment lieferte das Kanzleramt das Eingeständnis, der Abbruch von Stuttgart 21 ist jederzeit möglich. Ja.
Und zwar deshalb, weil man mit Kostensteigerungen rechnen müsse, die eine erneute Ausstiegsdebatte eröffnen könne. Natürlich hat man das gesagt, weil man damit weitere Entschwärzungen der Vermerke verhindern will. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass auf höchster Ebene eingestanden wird, Stuttgart 21 ist umkehrbar. Welch eine Blamage für die Befürworterseite, Kuhn inbegriffen, dass das... dass das Kanzleramt uns, die wir an der Wahrheit orientiert sind, hilft und die S21-Befürworter in Land und Stadt mit der These, der Käse sei gegessen, in die Schranken gewiesen werden. Dabei ist diese These sowieso grundverkehrt, weil sie dem gesetzlichen Kündigungsrecht nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz insbesondere bei Wegfall der Geschäftsgrundlage widerspricht und außerdem, weil ja Stuttgart 21 weder hinreichend überprüft noch in allen Teilen überhaupt rechtskräftig entschieden wurde. Jetzt geht es darum, was sind, liebe Freundinnen und Freunde, die notwendigen Schritte. Auf der Basis der neuen beschriebenen Lage haben wir gemeinsam mit Dieter Reicherter, Peter Konradi, Arne Meyer und Werner Sauerbaum letzte Woche Strafanzeige erstattet wegen Untreue. Das richtet sich gegen die Bahnchefs Grube und Käfer, gegen die zwei Staatssekretäre, die pflichtwidrig hier den Weiterbau mitbeschlossen haben, und als Anstifter gegen die ehemaligen Minister Pofalla und Rösler. Weil wir aus der Erfahrung wissen, wie schwer es ist, den Untreue-Tatbestand bei politisch sensiblen Vorgängen nachzuweisen, haben wir die Strafanzeige mit aller Akribie auf 23 Seiten untermauert. Beim Tatort Stuttgart 21 haben wir zwar es nicht mit Mord und Totschlag zu tun, wie beim Inder, bei dem Fernsehfilm, aber mit illegalen Machenschaften, mit wichtigen Teilgeständnissen von Bahn und Kanzleramt, die wir in Händen haben. Also, Staatsanwälte in Berlin, ermitteln Sie, denn jetzt ist die Strafjustiz in ihrer rechtsstaatlichen Kraft gefordert. Eine Kleinigkeit lassen Sie mich noch anfügen. Es beruht auf dem enormen politischen Druck, dass die Forderung der Staatssekretäre, die sie ursprünglich gestellt hatten, im Keim erstickt wurde. Durch Verhandlungen mit den Projektpartnern solle der Ausstieg aus Stuttgart 21 und die Kostenfrage geklärt werden. Das ist ein weiterer Beleg, dass diese Forderung aus dem Feld geschlagen wurde, ist ein weiterer Beleg für den Rechtsbruch der Tatverdächtigen. Nun, bei den weiteren Schritten ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass die Medien sich der neuen Lage annehmen, dass dadurch ein Schub auf die Ermittlungen der Berliner Staatsanwälte zustande kommt. SWR und Andreas Müller in der Stuttgarter Zeitung haben das hervorragend getan. Andere Medien tun es auch und es ist einiges in Gang gekommen damit. Wir werden da dranbleiben, das werde ich für alle, die wir hier aktiv miteinander verbunden sind, spreche ich da sicher. Wir werden hier an dieser in Gang gekommenen Entwicklung mit aller Intensität und Kreativität, so gut es uns möglich ist, dranbleiben. Wir haben Erfahrung und Geschick genug, um auf allen Kanälen hier die Dinge voranzubringen.
Spätestens dann, wenn es zu den strafrechtlichen Ermittlungen kommt, werden die politischen Konsequenzen unausweichlich sein. Die Kanzlerin muss dann eingestehen, dass Stuttgart 21 über unsere Zukunft so entscheiden wird, dass wir uns von Stuttgart 21 eben abzukehren haben. Es gibt ja noch eine Reihe anderer Zeichen dafür, dass dieser Schritt überfällig ist. Ich nenne nur, der Bahn ist mulmig zumute, weil sie längst im Stuttgarter Untergrund mit den Pfählen und mit fehlendem Lärmschutz im erneuten Unvermögen versinkt. Und die Bürgerbegehren Storno 21 und Leistungsrückbau Stuttgart 21 schaffen weitere Gelegenheit, den Finger in die Wunde des Wahns Stuttgart 21 zu legen. Die Tunnelparteien samt OB Kuhn haben zwar bürgerunfreundlich, denkbar formalistisch und falsch die Bürgerbegehren abgelehnt, aber Hannes Rockenbauch und SÜS Linke Plus und der Widerstand waren präsent. Die Öffentlichkeit weiß doch, dass die Ratsentscheidung angreifbar ist. Und auf dieser Spur werden wir unseren weiteren Weg gehen. Wir haben dafür auch die Dokumente aus dem Kanzleramt in der Hand. Und das sind ja keine schlechten Beweismaterialien. Das zweite Bürgerbegehren gegen die Mischfinanzierung wird in den nächsten Wochen begründet werden, unmittelbar zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Wenn wir da zum Zuge kommen, wird es keinen Bürgerentscheid geben, sondern dann ist festgestellt, dass die Finanzierungsverträge wegen Verfassungswidrigkeit nichtig sind und dass deshalb ein Drittel der Finanzierung wegfallen, sodass Stuttgart 21 beendet werden muss. Unsere Berliner Anwaltskanzlei ist da dran. Wir stehen damit in Verbindung, Bernhard Ludwig und ich. Und zum dritten und vierten Bürgerbegehren wollen wir bis zum 2. Juli und am 2. Juli im Forum 3 den Widerstand über den Rechtsweg gegen die ablehnende Gemeinderatsentscheidung beraten. Die Aufgabenteilung, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Anwesende, die Aufgabenteilung ist doch klar. Mit aller Kraft des Widerstands, mit dazugehöriger Portion von Pannen und Pleiten der Betreiber, aber auch mit manchen Hilfen und Geständnissen, woher auch immer, wird klar werden, dass Stuttgart 21 abzubrechen ist. Vielleicht in gar nicht ferner Zeit. Dranbleiben, oben bleiben. Vielen Dank an Eisenhardt von Löper. Es ist nach dieser Rede wirklich schwierig, jetzt so nochmal einen Bogen zu bringen. Ich möchte mich nochmal bei Eisenhardt bedanken. Standen, weil es ursprünglich 11 Leute waren und der erste Auftritt auf der Montagsdemo am 11.11.2013 war. 11 ist mit Augenzwinkern auch ein Akronym aus Parolen der Französischen Revolution. Egalité, Liberté, Fraternité. Auf der Bühne sind Grit mit Handtrommel und Snare, Edgar mit Klarinette und Darbuka, Christine mit Shaker und Klanghölzern, Annette mit Tambourin, Triangel und Becken, Rosi mit Shaker und Frosch, Uli am Sousaphon,
Utz mit der Basstrommel. Alexa mit Basstrommel und Schellenring. Dirk mit Trompete. Und das war's. Habe ich jemanden vergessen? Viel Spaß bei dir, Elf! Fauxpas oder Fehler sofort ein. Erstens, das Mahnwachenfest am 17. Juli findet nicht an einem Samstag statt. Es ist kein Samstag, sondern es ist ein Freitag. Freitag, 17. Juli, das Mahnwachenfest. Juli! Zweite Falschmeldung. Die korrigiert. Juli. Oh, okay. Die zweite Falschmeldung, die wir heute hatten, ist die Ankündigung des, von Eisenhard von Löper über den Widerstand im Rechtsweg mit dem dritten und vierten Bürgerbegehren, diese Veranstaltung im Forum 3. Das ist am 20. Juli nach der Montagsdemo, heute in zwei Wochen im Forum 3. Soweit die Korrekturen. Wir kommen gleich zum Ende, aber... Erinnert sich noch jemand an Merkels OB-Kandidaten Marionette Sebastian Turner? Man sollte ihn eigentlich vergessen, aber es handelte sich um einen Mann, der seine Prinzipien konsequent vertrat. Ansonsten dürfen wir ihn wirklich vergessen. Und was haben wir als OB bekommen? Einen Wendehals ohne Prinzipien. Der selbst Wolfgang Schuster den ersten Rang als Verhinderer von Bürgerbeteiligung abgenommen hat. Vom Gegner zum lauen, angeblich kritischen Begleiter zum glühenden Verfechter von Murks 21 mutiert. Das muss man hinkriegen, Herr Kuhn. Zum ebenfalls vorige Woche publik gewordenen Desaster beim Lärmschutz kein Wort. Die Bahn plant bestimmte Baustellenabschnitte einzuhausen. Welch potemkischer Begriff. Und will in der Sängerstraße eine 10 Meter hohe Lärmschutzmauer errichten. Und vom OB kein Wort. Nächsten Montag ist geplant, dass hierzu ein Beitrag auf unserer Kundgebung kommt. Nun kommen wir definitiv zum Ende.
Skandalos und Akrio, Stovine graben Topazi, Stola Tonio und Akrio, Kreidan Tardes Perpetuum, Efeis Kandardus Perpetuum.